bleibt hängen an Schmid. Und wieder geht die Scheibe zurück zu Marvin Schmid. Scheibe zu Ondle gespielt. Scheibe vors Tor, vor dem Tor und Scheibe im Tor. 0:1 in der 47. Spielminute für die Eisbären Regensburg. Und Torschütze war Marvin Schmid. Ja, du sprichst es an, der Eishocker konnte da die Scheibe im Aufbau nicht kontrolliert rausbringen. Dann ist viel Verkehr vor Daniel Fiesinger. Der Verteidiger nimmt den Schuss. Der bleibt irgendwo im Gewühl hängen, liegt dann frei. Der Fiesinger weiß nicht, wo die Scheibe ist. Marvin Schmid muss dann nur noch ins verwaiste Tor einschieben. Und das erste Tor des Abends und das erste Tor für seine Farben erzielen. Damit gehen die Eisbären Regensburg mit 1:0 in Führung. Scheibe vors Tor gespielt, da war niemand und dann Kontermöglichkeit. Wenn es schnell geht, ein 3:2. Ole Liss. Schuss bleibt hängen und dann ist der Nachschuss wieder drin. 2:0 durch Ole Liss in der 52. Spielminute. Ja, die Regensburger bauen da ihre Führung aus durch ihren neuen schwedischen Kontingentstürmer. Jetzt die Chance für den ESVK auf der Gegenseite. Dann der Abschluss. Daniel Fiesinger kann den ersten noch parieren. Aber der Abpraller landet dann auf dem Schläger des Schweden. Und der versenkt die Scheibe dann ein zweites Mal hinter dem Kopfballer Schlussmann. Diese rutscht weg, aber hat das Glück des Tüchtigen. Oh, Marvin Schmid. Tor ist leer und Marvin Schmid macht 3:0. Marvin Schmid macht mit seinem Doppelpack den Deckel drauf und macht die Entscheidung in der 59. Spielminute. Ja, der Ex-Joker da, eiskalt, fährt dann noch nach Armstor, um ein bisschen die Sekunden runterzunehmen. Und dann macht er das 3:0. Damit werden die Punkte in die Oberpfalz gehen. Durch die Beine von Jamal Watson. Und die Regensburger, die dürfen sich über ihren ersten Dreier in der Fremde freuen und nach dem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen zu Hause gegen den EV Landshut folgen an Spieltag 2 die Punkte 3, 4 und 5 auf dem Konto. Der Oberpfälzer, der ESVK hat es einfach nicht geschafft, Tore zu schießen. Ja, muss man unter dem Strich so sagen. Ja, man hat es einfach nicht geschafft, anzuschreiben auf der Anzeigetafel. Und die Gäste, die haben den Puck einfach konsequenter reingearbeitet. Und mit Jonas Neffin einen überragenden Schlussmann gehabt, der heute alles sauber halten konnte. Ja, und im Nachhinein auch die richtige Entscheidung vom Trainer, dass man ihm Jonas Neffin den Start gibt und nicht Eto Laurikainen, dem standardmäßigen Nummer 1 Torhüter. Ja, und während die Regensburger hier feiern, warten wir natürlich dann noch auf die Interviewpartner. Es werden wahrscheinlich Marvin Schmid sein von den Gästen und vom ESVK, Joey Lewis und Danny Bindlis. Nach dem ersten Wochenende muss man sagen, man hat jetzt schon eine Steigerung gesehen zum Spiel heute, auch wenn die Tore gefehlt haben beim ESVK. Es war dann doch ein Spiel, wo vieles mehr funktioniert hat, wie am vergangenen Freitag, wo es ganz viele Fehlpässe gab, ganz viele Abstimmungsschwierigkeiten. Und ohne das Spiel der Regensburg gegen Landshut gesehen zu haben, ich denke auch auf Seiten der Regensburger gab es eben das ein oder andere, was jetzt heute deutlich besser lief. Und so werden sich die Mannschaften jetzt einfach in die Saison reinarbeiten, um letztlich dann ihr Spiel zu spielen, was sie dann spielen wollen.